Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Netto Online und zwar mit dem Gaming-PC Speed 10 Intel Core i7 bla 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 bla. Das sind nur die technischen Specs für 1329 Euro. Runtergesetzt von 1599 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen, wieder bei uns im Discord im Videovorschlagkanal von der Hauki und den schauen wir uns jetzt mal an. Zuerst wie immer das Bild. Das Bild ist jetzt nichts Besonderes, da ist sogar ein etwas besserer Kühler drin, bisschen RGB-Beleuchtung vom Gehäuse stimmt, hinten dieser Hecklüfter stimmt auch, der RGB-beleuchtet ist. Zu der Grafikkarte kann ich jetzt nicht viel sagen, die sieht manchmal so aus, kann auch mal ein bisschen größer ausfallen, aber das passt soweit schon. Viel schlimmer ist mal wieder dieser Marketingtext. Im 3D-Gaming-Bereich kann dieses System seine enorme Leistung erst richtig zur Geltung bringen. Maximale und flüssige Performance bei höchsten Auflösungen und Detailstufen und dies bei jedem aktuellen Spieltitel ist für dieses System eine Selbstverständlichkeit. Intels E-Core-Prozessortechnologie geht in die nächste Runde. Der überlegene Intel-Prozessor mit der neuen Comet Lake-Architektur ist an Effizienz und Leistung in seiner Klasse kaum mehr zu übertreffen. Dank Turbo-Boost-Technologie und schnellem DDR4-Speicher steht eine sagenhafte Performance zur Verfügung. Ich muss euch nicht sagen, wie alt die Comet Lake Architektur ist, ne? Nvidias neueste Grafikkartengeneration. Mit der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti wird dieser PC zur Gaming-Maschine. Volle DirectX 12 Unterstützung und wegweisende Technologien erwecken Spieletitel erst richtig zum Leben. Die leistungsstarken Systeme sind für höchste Ansprüche konzipiert. In allen EDV-Bereichen von Gaming über Multimedia und Videobearbeitung, es bleiben kaum noch Wünsche offen. Naja. Es gibt noch eine 4070, 4070 Ti, 4070 Ti Super, 4080, 4090. Wir haben auch noch ein paar AMD-Karten. Schwierig. Das System ist vorinstalliert mit Windows 11. Es ist eine werbefreie und performance-schonende Installation, die nur das Wichtigste enthält. Ich hoffe es. Hoffentlich keine Bloatware. Wenn sie es so sagen, sollte es stimmen. Sofort startklar, nur noch anschließen und sofort loslegen. Wir verwenden ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte namhafter Markenhersteller, um Ihnen ein Produkt mit hoher Langlebigkeit und Stabilität anzubieten. Wir kommen gleich mal zum Netzteil. Aber wir starten erstmal mit der Konfiguration. CPU, Intel Core i7 10700F. Das Teil wurde zum ersten Mal gelistet Ende Mai 2020. Das Teil ist einfach fast 3 Jahre alt, nichts mit neuester Architektur. Ansonsten hat er 8 Kerne, 16 Threads, 65 Watt TDP, kann sich auch deutlich mehr genehmigen, kommen wir gleich noch zu, und unterstützt offiziell DDR4 2933 MTS. Das ist ja kein schlechter Prozessor. Nur für das Geld bekommt ihr halt schon was Aktuelleres. Vor 2, 2,5 Jahren war der mal gut, gar keine Frage. Man kann mit dem heute auch immer noch spielen, ist auch okay. Aber es gibt halt was Neueres. Ansonsten könnt ihr mit dem natürlich auch streamen und so weiter. Das funktioniert schon. Der bottleneckt jetzt auch nicht großartig die Grafikkarte. Ich wollte es nur gesagt haben, dass der halt heutzutage eigentlich nicht mehr angesagt ist. Das ist Resteverwertung. Und der kostet 204,95 € bei reichelt.de. Nur mal so zum Vergleich. Ein 13400F bekommt ihr jetzt für 10 Euro mehr. Und der 7500F von AMD, der auch schon auf DDR5 setzt, ist halt sogar günstiger. Der Kühler ist ein BeQuiet Pyrox Slim 2 Super Silent in Klammern. Naja, von mir aus. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 130 Watt. Das schafft er auch irgendwo. Ist jetzt kein besonderer Kühler, er ist qualitativ in Ordnung, er ist von BeQuiet, habe ich auch selber schon mal verbaut. Gar kein Thema, könnt ihr auch auf einen 13400F schnallen, wenn ihr das möchtet. Nur je nachdem, was für ein Gehäuse man benutzt und wie viele Lüfter da drin sind und der halt alleine die ganze Arbeit dann verrichtet, wird es dann irgendwann eng, kommen wir gleich noch zu. Und der kostet 23,89 € bei Mindfactory. Der Speicher sind 32 GB DDR4 3200 MTS Dual Channel 2x16 GB. Ich kann mir nicht helfen, ich vermute, es wird der Aegis sein. Ist der günstigste im Moment so am Markt. Natürlich, es gibt noch billigere, aber so in diesem Gaming-Bereich wird der dann gerne mal genommen von Systemintegratoren. 32 GB erstmal nicht schlecht. 3200 MTS für diesen Prozessor ist sogar über der Spezifikation, kann man machen. Man kann in dem Preisbereich natürlich auch noch irgendwo auf DDR4 gehen. Why not? Habt ihr ein paar Dollars gespart, könnt ihr das irgendwie in die Grafikkarte investieren oder ins Gehäuse oder sonst was.
Wir werden es hier gleich noch sehen, was die sonst so investiert haben. Und der kostet 66,89 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine RTX 4060 Ti. Das Schöne ist, die haben hier sogar so ein Bild, was die leisten soll. Und diese 70 FPS in Full HD und Ultra Setting stimmen. Sobald ihr aber irgendwie Raytracing mit einschaltet, wird es dann doch irgendwann eng. Ansonsten gute Grafikkarte für Full HD und auch WQHD Gaming. Gerade E-Sports-Titel und so, das läuft ganz easy. Ihr müsst halt schauen, ob ihr bei AAA-Titeln dann ein bisschen die Grafik runterschraubt, damit ihr flüssige FPS-Werte erreicht. Wie immer findet ihr dazu einen FPS-Test in der Videobeschreibung. Und die kostet 396,17 Euro bei eBay über Notebooks billiger. Das Mainboard ist ein ASRock H510M-HDV/M.2SE. Also erstmal haben wir hier ein Micro-ATX-Board. Sieht kacke aus, hat weniger Erweiterungsmöglichkeiten. Dazu halt Intel Sockel 1200. Klar, muss bei diesem Prozessor sein. Großartig aufrüsten ist da nicht mehr. Würde ich mit diesem Board sowieso tunlichst vermeiden. Kommt nicht auf die Idee, da jetzt noch einen fetten Prozessor draufzusetzen, der sich noch mehr reinpfeifen kann. Denn wir haben keine gekühlten Spannungswandler. Also wenn ihr da so ein Moped draufsetzt, was sich über 200 Watt zieht, wird es irgendwann eng. Es sei denn, ihr steht natürlich auf diesen verbrannten Elektronikgeruch. Ja, den gibt's kostenlos mit dabei. Dann haben wir zwei RAM-Slots, gut, reicht für die meisten. Hier kann SSD verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein und dieser Slot wird sowieso überdeckt von dem Kühler der Grafikkarte. Das meinte ich mit Erweiterungsmöglichkeiten. Kommt jetzt auf die Idee, ihr wollt streamen oder ihr wollt eine WLAN-Karte oder so einbauen, funktioniert das halt alles nur über USB und nicht intern übers Board. Ansonsten aber Mikrofon, Kopfhörer, LAN-In-Anschluss, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, PS2-Port werdet ihr auch nicht benutzen, Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr bei dem F-Prozessor sowieso vergessen. Hier ist sogar noch VGA mit dabei. Das ist der Klassiker. Also ihr seht, hier ist nicht viel los und sie nehmen so ziemlich das Billigste vom Billigsten. Und das kostet 58,98 Euro bei Mindfactory. Jetzt haben wir hier noch einen Punkt, Sound 7.1. Jetzt werdet ihr euch fragen, Moment mal, ich habe einen Line-In-Anschluss, einen Mikrofonanschluss, einen Kopfhöreranschluss. Wie funktioniert das? Ihr könnt die Anschlüsse von dem Gehäuse mitbenutzen, dann könnt ihr 7.1 auch irgendwo nutzen. Sieht halt nur nicht so toll aus, wenn da so eine Kabelstrippel dranhängt. Was die SSD angeht, hier haben wir eine 1000 GB M.2 SSD NVMe. Ich nehme jetzt einfach diese hier. Wandert gerne rein. Bei Systemintegratoren, Kingston NV2, habe ich euch schon tausendmal gezeigt, 1 TB, ja, müsst ihr selber wissen, ob es euch reicht, hier ist aber auch noch eine HDD verbaut. Die SSD kostet erstmal 56,90 Euro bei Alza. Dann haben wir hier noch eine 2000 GB SATA 3 Festplatte. Wird sehr wahrscheinlich eine Seagate Barracuda sein oder irgendeine Western Digital oder whatever. 2 TB HDD Speicher, ja, kann man machen, um Bilder auszulagern, Videos auszulagern, seine Handysicherung drauf zu spielen, von mir aus. Ich würde heutzutage keine HDDs mehr verbauen. Natürlich bekommt ihr hier das Doppelte an Speicher für den gleichen Preis, weil die Platte hier, die kostet auch 55 Euro. Aber ich würde es trotzdem nicht machen. Und wie gesagt, 55,89 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 620 Watt ATX Netzteil, 82% Wirkungsgrad. Da ist nichts mit 80 plus Bronze oder sonst was. Und dieses Netzteil ist so ziemlich das einzige, was ich gefunden habe mit 620 Watt. Das ist ein Intertech Argus APS. Das ist nicht mal mehr in der PSUT-List irgendwie gelistet. Das scheint so unbekannt zu sein oder ist einfach nicht wert zu testen. Das hat wahnsinnige 2 Jahre Herstellergarantie, 80% oder mehr als 80% laut Hersteller, nicht mal mehr getestet, und festes Kabelmanagement. Und es hat einen wunderschönen gelben Lüfter. Ich würde mir so ein Ding nie einbauen, erst recht nicht, wenn ich sowas wie eine 4060 Ti oder so im System habe. Die 620 Watt, die reichen aus. Keine Frage. Ist hart an der Grenze, aber reichen aus. Ich würde das trotzdem niemals verbauen, auf gar keinen Fall. Und das kostet auch stolze 34,94 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ATX MIDI Void X LED RGB Tempered Glass. Ja, das ist auch so ziemlich das Einzige, was dieses Gehäuse zu bieten hat. Also es hat RGB, Tempered Glass und einen Hecklüfter, der RGB beleuchtet ist. Ihr habt keine Frontlüfter, ihr habt sowieso nur Seitenschlitze, wo die Luft irgendwie rein könnte. Aber Airflow-technisch ist da nichts los. Und da habt ihr jetzt das Problem mit dem Kühler. Keine Frage, wenn man den Prozessor auf 65 Watt festdrosselt, passiert da nicht viel. Denn der Kühler konnte ja 130 Watt. Wenn man so einen 10700er aber ungebändigt laufen lässt, kann der sich auch gerne mal so 187 oder 197 Watt reinschrauben unter Volllast. Passiert im Gaming-Betrieb jetzt nicht. Wenn ihr irgendwie ein Video rendert oder so, schon. Und in so einem Gehäuse ist das halt sehr, naja, experimentell mutig. Ich meine, das sieht nett aus. Ja, mit diesem Infinity Mirror Design und so. Es gibt Leute, die stehen da drauf. Überhaupt kein Thema. Macht, was ihr wollt. Ich würde es niemals kaufen. Aber es kostet stolze 84,80 Euro bei csvdirekt.de. Ansonsten haben wir eben im Text hier oben gesehen, Windows 11 ist noch mit dabei. Hier steht auch System, Ersteinrichtung, Installation, Treiber. Ja gut, das ist halt Windows 11. Dann nehmen wir jetzt einfach Windows 11 Pro 64-Bit für 17,99 Euro bei Hitori. Ansonsten 18,72 Euro IT Hardpuls. Das haben wir ja sonst immer. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafik.
Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1.001,40 Euro. Und das System kostet 1.329 Euro, runtergesetzt von 1.599 Euro. Wir sagen jetzt mal bummelig 325 Euro Aufpreis, weil die Preise schwanken ja auch immer so ein bisschen und so. Ist definitiv zu viel. Bei einem System, was laut Geiz halt 1000 Euro wert ist, wobei der Prozessor sowieso schweineteuer ist, dann noch 320 oder 325 Euro aufzuschlagen, ist schon happig. Zumal diese Konfiguration, ihr habt es ja eben gehört, sowieso nicht so geil ist. Fängt beim Gehäuse an, geht über das Mainboard bis hin zu dem Netzteil. Das ist alles Mist. Hier mal eine kurze Alternative. Hardware Deals ändert die Dinger immer wieder. Ich muss immer wieder die Listen neu machen, weil er irgendwas rausschmeißt, neu reinmacht. Der kostet 1249 Euro. Wir haben einen 13400F. Habe ich eben schon gesagt, kostet 10 Euro mehr als der 10700F. Und ja, der ist leistungsstärker. Circa 10-15%. Wir haben den Ender 5 Fortis 5 RGB, hatte ich schon im Test, hat RGB-Beleuchtung, sieht nett aus. Das Mainboard ist jetzt nicht das Beste, reicht für diesen Prozessor aber dicke aus und ihr habt Full ATX und Erweiterungsmöglichkeiten. Ich habe hier einfach die gleiche 4060 Ti reingeworfen, damit wir den gleichen Preispunkt haben. Wir haben hier DDR4 Kingston 3600 MTS Fury Beast, auch 32 GB, halt eine höhere Taktrate. Wir haben auch eine 1 TB M450 Spatium, bewegt sich ungefähr wie eine Kingston NV2 von den Geschwindigkeiten her. Als Netzteil ein 750 Watt Be Quiet Pure Power 12, hat sogar schon den neuen Stecker mit dabei. Und das ARC 700, was ich für das System irgendwie ein bisschen übertrieben finde, weil das Gehäuse einfach riesig ist, hatte ich auch schon im Test. Schauen wir uns da die Liste mal an. SSD, Prozessor, RAM, Grafikkarte, Mainboard, CPU, Kühler, Gehäuse und Netzteil. Da seid ihr bei 1173,17 Euro. Und das System kostet 1249 Euro. Da seid ihr bei bummelig 80 Euro, wenn ihr jetzt mal die Endkundenpreise nehmt. Natürlich, du Bauer hat andere Einkaufspreise. Die machen an dem Ding jetzt keinen Verlust oder so. Aber, na, ihr wisst, was ich meine. Natürlich fehlt euch hier jetzt Windows. Klare Sache. Genauso wie die 2 TB HDD. Dafür habt ihr einen gescheiten Prozessor aus der fast aktuellsten Generation. Ihr habt ein gutes Mainboard. Also, was heißt gut? Es reicht dafür aus. Ist nicht so ein mikroartiges Kackboard. Das Gehäuse bringt schon 4 RGB-Lüfter mit dabei, ganz klar, 3 Stück vorne, einen hinten, also Airflow ist gegeben. Und ihr habt auf jeden Fall auch ein besseres Netzteil. Also dem anderen Netzteil würde ich jetzt so einfach nicht vertrauen. Ich meine, Netto ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die PCs verkaufen. Ja, das ist ein Lebensmittelhändler, zumindest stationär Lebensmittelhändler. Online machen die ein paar mehr Sachen, wie jetzt eben auch PCs. Aber meistens ist es einfach so, wenn sich diese Supermärkte an PCs rantrauen, kommt da nichts Gutes bei rum. Ich frage mich auch ein bisschen, warum hier oben Kiebel.de steht. Kiebel ist sowieso nicht so toll als Systemintegrator. Also ich will den jetzt echt nicht in die Scheiße reiten. Nur wenn ich ein Video über Kiebel gemacht habe, ist das meistens nicht gut ausgefallen. Also wird das wohl irgendwie wieder so ein Kiebel-Ding sein, was sie dann über Netto anbieten. Dadurch wird das besonders teuer, weil Netto will ja auch ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Lasst die Finger von diesem System. Klare Sache. Einfacher Satz, lasst es sein. Nehmt den anderen PC als Alternative oder wir gucken mal, ob wir mal bei MyPC oder bei Krotos oder sowas finden, was vielleicht auch geil ist. Aber das wäre zumindest eine Alternative, die irgendwo passt. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.